Und damit sind wir wieder zurück in der Minecraft-Hardcore-Welt. Es ist der Morgen danach. Und Minecraft 1.18 ist inzwischen draußen. Ich habe es aber noch nicht installiert, weil Optifine zwar in einer stabilen Pre-Release-Phase ist, aber ich habe mich entschieden, wir warten erstmal noch. Ich bin zwar eigentlich schon ziemlich scharf drauf, dann die Mine, weil ja auch die Gebiete unter dem Bedrock dann ersetzt werden, dann die Mine zu Hause zu erkunden. Und dann auch endlich mal Deep Slate und Kupfer und vielleicht auch endlich mal Dripstone zu kriegen. Aber ich habe entschieden, das ist eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, um ins End zu gehen und da mal anzufangen, ein bisschen zu kartieren. Und vor allem, dass wir einfach endlich mal Schulkerboxen holen. Wir haben jetzt seit einem Jahr irgendwie nur 12 Schulkerboxen gehabt. Vielleicht ein bisschen mehr. Und eine haben wir tragischerweise im letzten Stream leider verloren, weil ich sie platziert habe, was rausgenommen habe und dann abgebaut habe, mein Inventar war voll. Ich habe sie nicht wieder eingesammelt und dann ist sie natürlich despawned. Tragisch. Deswegen brauchen wir unbedingt Ersatz. So, hier war vorhin irgendwo ein Creep. Okay, da hat irgendein Enderman was weggenommen. Das hier ist sowieso. Also Lava machen wir bei Gelegenheit auch noch fertig und danach gucken wir mal, wie es innen weitergeht. So, in der Kiste mit der Flugausrüstung. Ich habe einige Banner gemacht, womit wir Rückkehrportale halt auch markieren können auf der Karte. Und hat extra auch Material für alles Mögliche. Ich hätte aber gerne noch ein paar Banner mehr. Weil ich nicht weiß, wie viele Rückkehrportale wir auf so einer Karte finden werden. Womit ich noch warte, ist die Ausgangspunkte von den Portalen auf der Endinsel zu markieren, weil mit denen möchte ich noch was machen. Aber das ist eigentlich Teil eines viel späteren Projekts. Wir sollten auch vielleicht mal, ich werde wahrscheinlich anfangen, mal die Dreierraketen zu machen, weil die einfach auch platzsparender sind. Und was wir bei Gelegenheit auch mal machen sollten, aber das werden wir nicht heute tun, ist die Raid-Farm mit einem Sortiersystem auszustatten. Weil ich dann wirklich auch einfach da komplett sorgenlos farmen kann. Das müssen wir auch bei Gelegenheit mal ändern. Also ich glaube, wir werden in nächster Zeit uns viel erstmal um die ganzen Kleinigkeiten kümmern, die hier so liegen geblieben sind. Auch die Straße da. Die Straße führt noch nirgendwo hin. Aber gerade wenn wir das mit den Bäumen weiterführen wollen, müssen wir die Straße mal irgendwo hinführen. So, ich bin mal gespannt, wie jetzt sich die Kartenlinien verhalten. Also ich glaube, ich habe das schon mal versucht und dann hegen die... Die Mitte war irgendwie nicht so, dass die Insel komplett drauf ist. Aufgrund der Art und Weise, wie das Raster funktioniert. So, wir gehen durch das Portal, wo wir zuerst damals durchgegangen sind. Das ist jetzt auch einfach schon ein Jahr her. Wobei, warte, nein. Zuerst machen wir... Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht durch den Dings falle. Wobei, es ist eigentlich egal. Eigentlich ist das egal. Ich brauche nur auf jeden Fall ein Crafting Table, damit ich die Karte direkt auch rauszoomen kann. So. Machen wir es so. Ja, das sieht ziemlich beeindruckend aus. Und jetzt zoomen wir die Karte raus. Und das, genau, dann sind wir nämlich jetzt ziemlich weit in der, oben in der Ecke. Genau das, was wir nicht wollten. So, die Frage ist jetzt, wo ist das Gegenstück zum ersten Portal relativ dazu? So, wir müssen einmal eine normale Karte. Nein, ich möchte nicht den goldenen, bitte nicht. Nicht den goldenen Apfel. Den möchte ich behalten. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Wir haben jetzt natürlich keine Axt. So, und jetzt, wo wir eine Leiter haben, brauchen wir auch keine Dings. So, das war ziemlich reibungslos. Okay, wir sind irgendwo. So, das heißt, die... Ah, wir dürfen die jetzt nicht verwechseln. Deswegen ist, so kann ich halt auch kein Koordinatensystem erstellen, wenn ich nicht weiß, wo die Sachen relativ zueinander sind.
So, und noch einmal raus. So, das hier ist aber auch nicht das Rückkehrportal. Das ist einfach nur das Gegenstück zu dem einen. Das kriegt ein eigenes Banner. Die kriegen sozusagen alle ein Banner. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Bzw. ich weiß, was ich drumherum bauen möchte. Aber noch nicht, wo dann das Banner hinkommt. Deswegen lassen wir das mal kurz weg. Nein, das kommt. Flugausrüstung brauche ich. Und schön dran denken, dass wir dieses Mal die Schulkerboxen mitnehmen. Oh je, das ist so... Das ist irgendwie nicht so cool. Weil so sehen wir absolut nichts. Wir folgen einfach mal dem Weg, den wir beim letzten Mal gegangen sind. Aber wir brauchen unbedingt eine Fackel. Und ich hoffe, dass wir nicht zwischendurch versehentlich Enderman ansehen. Das Ding ist, so sehen wir natürlich die Rückkehrportale auch nicht. Also ich meine, ich finde es gut, dass das End gerade so aussieht. Aber ich überlege, ob wir vielleicht den Shader mal gerade ausmachen. Weil so finde ich es gerade echt schwierig zu sehen, was ich tue. Ja, das ist angenehmer. Das Gefährliche hier ist halt, wenn man nicht die Endinseln sehen kann, hat man keinen Bezug dazu, wo oben und unten ist. Das ist echt tückisch. Ich bin tatsächlich sogar schon mal, zum Glück nicht in einer Hardcore-Welt, versehentlich in die Void geflogen, weil ich versucht habe, diese Leere zwischen der Hauptinsel und dem Rest halt mit dem Elytra zu überwinden, um halt die Karten zu machen. Und halt nicht, habe halt nicht gemerkt, wo oben und unten ist. Das war kacke. Das meine ich. So ist einfach, das ist nicht gut. Ich muss da echt... Also man sieht so, ohne den F3-Screen wüsste ich jetzt nicht, auf welcher Höhe ich bin. Aber das impliziert halt schon mal, dass hier die Ecke ist. Ich darf jetzt gerade... Wow. Das ist gerade mega irritierend. So, ich bin... Jetzt verliere ich gerade komplett die Orientierung. Und so kann ich nicht gleiten. Also, das ist gerade mir zu gefährlich. Das ist mir gerade zu heikel. So, jetzt haben wir wieder etwas, woran wir uns orientieren können. Und da fliegen wir jetzt auch entlang. Da muss ich mir nur überlegen, wie wir halt jetzt den Teil da oben wegkriegen. Weil ich möchte halt, wenn ich die Karten irgendwann aufhänge, das halt nicht so lassen müssen. Könnte das der Punkt sein? Ja. Das ist unsere erste Endstadt gewesen, behaupte ich mal. Gut, eine richtige Stadt ist es nicht, es ist mehr ein Turm. Aber hier sind keine Schulker mehr, also von daher. Hier waren wir schon. Das hier ist langsam mal vertrautes Gebiet. Als ob hier nirgendwo ein Rückkehrportal war. Hier muss eins gewesen sein. Okay, jetzt habe ich irgendwo einen Enderman getriggert. Aber da er sich nicht in die Luft teleportieren kann, ist alles gut. Wir müssen nur gleich aufpassen, dass wir nicht bei der Landung überrascht werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich mir hinterher teleportiert. Da sind die zwei.
Es gibt zwei Rückkehrportale hier direkt nebeneinander, wusste ich's doch. Das war mir noch vage in Erinnerung geblieben. Weiß nicht, ob ich mit denen irgendwann mal was machen werde. Ja, theoretisch könnten die Rückkehrportale auf jeden Fall nützlich sein, wenn man versucht, eine Shulker-Farm zu bauen und dann versucht, Shulker durch die Weise halt in die Oberwelt zu bringen. Weil über die Rückkehrportale landen wir auf der Startplattform im End. Aber ich hoffe tatsächlich, dass ich nicht in die Position komme, eine Shulker-Farm bauen zu müssen. Und ich glaube, für einen einzelnen Spieler ist das auch eigentlich nicht nötig. Das ist einfach so ein riesiges Gebiet und es ist komplett leblos. Also ich hatte schon die Befürchtung, wir könnten zu viele Shulker auf diese Weise bekommen. Aber ich glaube, das war ziemlich am Rand von dem, was hier auf der Karte ist. Ich finde es gerade echt unglaublich, dass wir so ein großes Gebiet ohne Elytra zurückgelegt haben. So, da drüben ist das Portal, was wir zuerst hatten. Ich hatte irgendwie. Ja, das ist aber nicht auf 12 Uhr. Das ist auf 23 Uhr. Je nachdem, von wo aus wir zählen. Das in die Richtung geht's da. Das heißt, theoretisch brauchen wir das Portal, genau in die andere Richtung. Oh, ich dachte schon. Das ist so ein Krampf, das geht nicht. Nee. Minecraft, das kannst du mir nicht antun. Ich dachte schon, wir fallen. Das klang auch schon so, als würden wir fallen. Ah. Ich sage nicht ohne Grund, es gibt wenig, wovor ich in diesem Spiel Angst habe, aber die Void ist die eine Sache, weil davor kann mich nichts schützen. Und im End ist die Void halt überall. Deshalb hinterfrage ich auch manchmal, ob ich im End wirklich was bauen möchte. Man kann da genug Vorkehrungen treffen, aber es ist nichtsdestotrotz ein Risiko. Hallo. Du bist sogar ein bisschen außerhalb, aber es ist nicht schlimm. Ich nehme dich trotzdem mit. Mal gucken, ob ich es hinkriege, dass sich ein paar von den Shulkern sogar duplizieren. Das müsste ja eigentlich jetzt gehen. Ich werde wahrscheinlich nur ein bisschen geschickt manövrieren müssen. Ja, das geht. Genau, jetzt ist da nämlich noch einer entstanden. Ein Wunder ist geschehen. Das Wunder des Lebens. Wir abusen jetzt einfach mal den Shit hier raus. Das sind schon zwei Schulker mehr. Bin einfach so froh, dass Schulker-Shells damit jetzt erneuerbar sind. Andererseits, wenn ich mitkriege, wie einige Leute ständig ihre Shulker-Boxen überall stehen lassen, weil sie einfach sich nicht die Mühe machen, sie mitzunehmen. Die Probleme hätte ich gerne. Wie gesagt, wir haben jetzt einfach ein komplettes Jahr. Wir haben letztes Jahr im November den Drachen gelegt. Er ist einfach ein komplettes Jahr. Im Prinzip mit vielleicht 12 Shulker-Boxen verbracht. Oder vielleicht sind es 16, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Shulker-Shells sie damals geholt haben. Und entgegen der Meinung, die ich damals hatte, Looting bringt bei Shulkern tatsächlich was. Sie können zwar nicht mehr als eine Shulker-Shell droppen, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine droppen. Das wusste ich tatsächlich lange Zeit nicht. Es sieht irgendwie aus wie ein Meer. Nur halt mit nichts dazwischen. Aber es hat ja auch eine gewisse Weltraum-Mond-Ästhetik. Das ist nicht zu leugnen. Jetzt habe ich einfach diese Skybox, aber ehrlich gesagt, ich fände es cool, wenn die Skybox vom End praktisch das Universum wäre, also mit Sternen und Galaxien irgendwo. Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das eigentlich ganz nice finde, wenn man so ein bisschen Orientierung hätte.
So, wir haben zwei Elytras. Wir gucken gleich mal, was wir alles bekommen haben. Ich werde das hier erstmal noch kurz reparieren. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir alles ergattert haben. 22 Diamanten, ein Drachenkopf. 70 Schulker-Shells, also 35 Schulker-Boxen. Ein Stack Goldbarren und ein paar Emeralds sind jetzt natürlich nicht so interessant. Zwei Elytras, genau, den hatten wir vorher. Zwei Elytras und ein paar Diamantsachen, mit denen wir vielleicht irgendwann mal was anfangen werden. Frage ist was? Ich meine, man könnte sie auf Rüstungsständer packen. Oder, ich meine, gut, die Werkzeuge könnte man auf Neverride upgraden. Aber ich habe bis jetzt eigentlich wenig Bedarf für sowas. Ich muss mal schauen. Ich habe jetzt ein bisschen Ancient Debris rumliegen. Ich würde aber sagen, hier beende ich es erstmal. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Ich denke mal, die nächsten Streams werden auch so ein bisschen im Zeichen davon stehen, dass wir gucken, was in den letzten Monaten so liegen geblieben ist an Aufgaben und einfach um solche Sachen kümmern. Bis dahin. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Zum ersten Mal im Jahr 2022 und zum ersten Mal mit Version 1.18. Ich warte jetzt schon länger drauf, aber es gab ein paar Performance-Probleme seit einiger Zeit. Bis ich dann mal auf die Idee kam, dass wir einfach viel zu viele Kühe da drüben haben. Deshalb habe ich so bestimmt um die 100 geschlachtet. Wir haben immer noch extrem viele. Aber wir wollen heute erstmal in die 1.18-Höhlen, die ja zum Glück auch unter unseren alten Chunks sind. Das heißt, Moment, hier muss ich jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ich habe ein paar Sachen liegen gelassen. Unter Umständen, ich weiß nicht, wie lange wir in den neuen Höhlen verbringen werden. Unter Umständen machen wir dann auch noch was anderes. Und zwar das Upgrade für die Raid Farm, von dem ich gesprochen habe. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen rumgetestet, wie das am besten funktioniert. Hallo Redstone, und da kommt Deep Slate. Weil alles am Bedrock damit ersetzt wurde. Das Ding ist, dadurch, dass halt Bedrock ersetzt wurde, ist in den alten Gebieten halt keine natürliche Verbindung zwischen Höhlen an der Oberfläche und Höhlen unter dem alten Bedrock. Aber es werden Höhlen generiert, man muss halt nur selber halt sich darunter graben. Und man merkt schon, Deep Slate ist härter als normaler Stein. Man kann es nicht instant minen. So, es geht bis minus 64 jetzt runter. Ich würde gucken, dass wir vielleicht bei minus 30 noch ein bisschen in die andere Richtung gehen, dass wir möglichst im Gebiet um die Beacon rumbleiben. Oh wow. Ach du Kacke. Ich meine, das ist sicher im Sinne von, es gibt keine Monster. Aber sich hier zu verirren wäre auch nicht so cool. Das Kupfer oder Emerald? Ach, das war Glow-Zeug. Diese Glow-Ranken da. Schade, die hätte ich gerne mitgenommen. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass die mitgenommen werden. Alter, was ist das denn für eine Riesenader, bitte? Direkt mal 10. Das Ding ist, wäre das Zeug nicht einfach nur zu schade dafür, um daraus wirklich Diamanten rauszuholen. So, finden wir auch Höhlen, wo kein Wasser drin ist? Nein. Ja, nice. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Deshalb lasse ich es erstmal hier. Was ist das für ein Zeug? Kalzit. Okay. Lassen wir es mal hier. Aber die sollen... Ich weiß jetzt gar nicht, wie selten die sind.
Aber so eine Amethystgeode praktisch mehr oder weniger vor der Haustür, sage ich nicht nein zu. Stimmt, man konnte mit denen ja auch Musik machen. Ich glaube, das Erste, was die Leute gemacht haben, war Megalovania damit. Aber so richtig beeindruckt bin ich davon jetzt noch nicht. Also, man sieht cool aus, aber ich hatte eigentlich auf mehr gehofft. Wir nehmen uns jetzt mal, pass auf, wir gucken mal, ob was in der Nähe ist. Dafür brauchen wir aber kurz den... Das hier, das hier, das hier. Geht das noch mit, geht das noch? Nein. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Das heißt, das kann ich auch wegräumen. Ne, Texturpack mache ich nicht. Da ziehe ich eine Grenze, weil ein Ingame-Glitch, so was ich vorhin versucht habe mit dem Composter und dem Piston, was einfach nur ein bisschen das Ingame-Rendering ausnutzt, ist für mich okay. Wenn ich ein externes Programm dafür verwenden muss, ist es für mich Cheaten. Das klingt vielversprechend. Hallo. Ja, stimmt, neue Höhlengeneration sieht doch irgendwie auch vor, dass teilweise die Enden relativ nah beieinander sind, aber man trotzdem dass ich noch durchgraben müsste. Reaper? Eine Spinne, ein Skelett und irgendwas klingt hier, als würde es marschieren, ohne eigene Geräusche zu machen. Das klingt nach einem Creeper. Also ich habe das Gefühl, um richtig was zu finden, muss man dann doch in die neuen Chunks reingehen. So, keine Schulkerbox bitte liegen lassen, wie das mir beim letzten Mal passiert ist. Was heißt beim letzten Mal? Ich glaube, in dem letzten Video vor den 1000 Tagen ist mir das passiert. Also ich merke, für die richtigen 1.18-Höhen müssen wir doch in neue Gebiete. Wozu ich aber im Moment wenig Anlass sehe. Ich meine, ich fände es nice, wenn wir Zugang zu... Wie heißt es? Zu Tropfstein hätten, damit wir eine Lava-Farm machen können. Aber andererseits haben wir halt auch im Nether so viel Zugang zu Lava, dass das kein dringendes Problem ist. Meine Deep Slate können wir jetzt dadurch sowieso holen. Tough auch. Wir haben eine Amethyst-Geode gefunden. Habe ich? Ja, ich habe die Schulker mitgenommen. So, jetzt müssen wir mal kurz das ganze Zeug, was wir jetzt geholt haben, verstauen. Und dann müssten wir mal kurz zur Raid Farm. Das heißt kurz, wir müssten zur Raid Farm rüber. Weil das plane ich jetzt auch schon so lange, dieses Upgrade. So, und um sicher zu gehen, dass da nichts spawnt. So, jetzt benötigen wir die Hopper. Das Ding ist, dass man Hopper ja leider nicht im Nachhinein drehen kann. Das heißt, wir müssen schon einen Block haben, auf den wir zeigen können, wenn die Geschichte, wenn wir ihn platzieren. So, wir brauchen mal kurz die Comparators. Wir haben nicht genug Redstone. Wir müssen nochmal zurück. Wir brauchen mehr Redstone dafür. So, aber theoretisch. Wir probieren es mal mit dem einen jetzt. Na. Wir haben auch gar keine Redstone-Fackeln mehr. Alles klar, wir müssen eh nochmal zurück. Ich möchte mal gerade eine Sache wissen. Wie weit ist es? Das ist ziemlich bei der Null. Wie weit ist es zur nächsten Kreuzung? Weil die Beacons haben ja eine Reichweite von 50 Blöcken.
Okay, wow. Das passt sogar ziemlich gut. Das heißt, die Kreuzung wäre auch ein guter Zeitpunkt für eine neue Beacon. Also für vier Beacons. Und dann hätte man halt den nahtlosen Übergang mehr oder weniger, solange man nicht genau dazwischen stehen bleibt. Nein. Fuck, das ist so nervig hier. Aber es wird sich lohnen. Weil dann können wir die Raid Farm halt wirklich sowas von komfortabel nutzen. So. Und zwar machen wir dann einmal den. Einmal den. So, der schickt jetzt die Emeralds durch. Wenn das richtig ist, muss ich das eigentlich nur für den Rest klonen. Genau, bis zu 41. Bei 45 stapelbare Items kann er haben, bis der hier entsperrt wird. So, dann brauchen wir nur noch 9 verschiedene Items, die da durchlaufen sollen. Ich meine, das Wichtigste sind ja Glowstone, Redstone, Gunpowder, Emeralds. Haben wir jetzt zum Glück auch alles hier. Aber wir haben dann auch noch so Sachen wie ominöse Banner, Spinnenaugen, Glas, also hier die Tränke, Gläser, Zucker habe ich, glaube ich, mal dafür eingeplant. Also ich glaube, wir haben Emerald, Redstone, Glowstone, Gunpowder, Zucker, diese Gläser, ominöse Banner, Spinnenaugen und Seide. Das müssten 9 sein. Und der Rest geht dann halt so hier in eine Kiste und wird dann auf Befehl halt zerstört. So, die Frage ist, möchte ich noch Raum einplanen für, falls ich andere Sachen noch... Es wäre vielleicht sinnvoll. Ich plane mal noch 3 weitere Sortiersysteme ein. Beziehungsweise. Vielleicht brauche ich dann halt auch mal Platz für einen nicht stapelbaren Item-Filter. Das Ding ist, ich glaube, man kann bei nicht stapelbaren Items nicht die Art sortieren. Also ich kann die nicht stapelbaren Items outsortieren, aber ich kann dann zum Beispiel nicht unterscheiden zwischen Äxten und Totems. Weil beide sind nicht stapelbar und sind deshalb für Hopper effektiv das gleiche. So, der Nachteil ist, und deshalb muss ich halt auch wirklich dafür sorgen, dass ich das hier an- und ausschalten kann, ist halt wieder... Das Geräusch vom Dropper. Das ist einfach der Endgegner. So, dahinter muss auch Stein. Also sonst sieht es komisch aus, wenn ich den... Wenn der mit dem Pisten... So. Das ist soweit so gut. So, jetzt bitte keine Raid-Mobs an Orten, wo ich sie nicht haben will. In der Testwelt war das kein Problem. Ja, stapelt sich schön alles da oben. So, mein Inventar wird natürlich trotzdem zugemüllt, wenn ich es nicht vorher präpariere. Aber wenigstens kann ich dann alles am Ende in einen hier in den... Hopper reinpacken und das verteilt sich automatisch. Wir haben Emeralds, wir haben Glowstone, wir haben Cheesepulver, wir haben Redstone. Wir haben die Banner. Wir haben die Spinnenaugen, wir haben den Zucker. So, der müsste jetzt theoretisch durchgehen. Geht durch. Das funktioniert soweit schon sehr gut. So, und dann fehlen uns einfach mal 6 Glas.
Das ist okay. Müssen wir uns nur merken, dass wir das hier irgendwann mal nachbessern. Weil dann kann ich die Raid Farm wesentlich häufiger nutzen. Ist eigentlich, dann brauche ich eigentlich die Enderman Farm erstmal nicht mehr. Ich hatte die Enderman Farm ja eine Zeit weil so bevorzugt. Weil ich da nicht erstmal noch mein Inventar groß umräumen musste. Und vom gleichen Macher gibt es jetzt tatsächlich auch eine relativ einfache, stapelbare Raid-Farm. Aber das ist mir viel zu kompliziert und ich glaube, für eine Person, das ist sinnlos. Also für einen Server ja, aber für eine Person, das ist, glaube ich, einfach zu viel, was dabei rauskommt. Da würde ich aber sagen, hier beenden wir die Sache auch für heute. Ich danke fürs Dabeisein. Und ich überlege mir mal, was wir im nächsten Stream machen, weil wir haben jetzt im Prinzip die Arbeit von zwei Streams in einem gemacht, weil ich gedacht habe, die Erkundungstour dauert länger. Deswegen sollte ich hier ein bisschen nachbessern. Ansonsten wäre wahrscheinlich das nächste Ding beim Neta-Monument, die Lava zu Ende einzufüllen, weil das haben wir ja zu den 1000 Tagen nicht mehr geschafft. Und dann ist die Frage, macht man beim Neta-Monument innen weiter? Oder geht man ein neues Projekt an, was vielleicht auch die Leute mehr anspricht, die eigentlich mehr für meinen Siedler-Content da sind. Ich glaube, die Frage beantwortet sich aus Kanal-Zukunftssicht schon fast von selbst. Auf jeden Fall sehen wir uns dann. Bis dahin. Ich habe mir die Freiheit genommen, die 6 Glas und den einen Hebel, der bei der Raid-Farm gefehlt hat, noch zu ergänzen offscreen und habe noch ein bisschen da gefarmt. Und ich habe mir ein kleines Notizbuch angelegt, was wir mit uns rumschleppen können. Ich habe die tatsächlich noch nie benutzt, die Bücher in Minecraft, also nicht die beschreibbaren. Genau, ich möchte die Lava beim Neta-Monument gerne hinkriegen. Beacons an den beiden Neta-Kreuzungen, da müssen wir mal gucken, weil dafür müssen wir wahrscheinlich über den Bedrock. Und da, ich habe auch extra mal geguckt, wie man Bedrock mit 1.18 zerstört. Und Kartierung für neue Projekte müssten wir mal angehen. Also das ist eine lange To-Do-Liste für heute. Das könnte vielleicht sogar zu viel sein. Und ich habe hier mal ein bisschen, falls wir auf irgendwas Interessantes stoßen, eine Koordinatenliste gemacht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das nochmal ging mit... Genau, man musste, glaube ich, mit der Leiter, ne? Man musste mit einer Leiter so nah ran oben wie möglich. Die Leiter hatte ich in der Leitern hatte ich in der einen Chest, genau, hatte ich hier drin. Mit der Leiter so hoch wie möglich. Und dann die Enderperlen werfen. So. Bitte funktionier, bitte funktionier. Ah! Hallo. So. Nächster Schritt. Was wird das? Magie. Wie man Bedrock zerstört. Wenn ich jetzt noch wüsste. Ach so, ja. Ja, so rum irgendwie. Genau. Ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich benötigen werde. Warte. First try! Wie cool! Ich habe das ein paar Mal in der Testwelt gemacht, aber da war es nicht so einfach. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Nice! Nice, nice! Also jetzt haben wir auf jeden Fall ein Loch im Bedrock. Was willst du beim Bedrock? Ich mache hier frei. Das Ding ist, die Beacon-Strahlen kommen durch Bedrock durch. Aber wenn zwischen zwei Lagen Bedrock zum Beispiel Netherrack ist, dann wird es schwer. Dann muss man nachhelfen. So wie hier. Also hier bei den dreien ist frei, aber halt bei den anderen nicht. Ich kann jetzt natürlich gucken, ob ich es auch so frei kriege. Aber jetzt haben wir halt den Mega-Speed. Und wenn wir jetzt hier in Lava fallen würden, wird uns halt auch nichts passieren. Wie viele Seiten entsprechen in 5 Minuten? Kommt auf so viele Faktoren an, ehrlich gesagt.
So. Na? Ja, mir gefällt der Blickwinkel noch nicht so richtig. Wie lange streamst du noch? Oh, gute Frage. Ich denke mal. Das Ding ist, die Frage ist halt, finden wir das, was ich suche? Ich hätte schon gerne ein bestimmtes Biom und es soll halt noch irgendwie tauglich sein, dass man da was bauen kann. Also eine Map, würde ich sagen, füllen wir schon. So, das hier ist ja noch alles bekanntes Gebiet mit dem Mesa. Warum kann man nicht schlafen, wann man will? Keine Ahnung, weil zu viel Schlafen nicht gesund ist. Andererseits lässt einen der Spieler dafür dann halt auch tagelang nicht schlafen und die einzige Konsequenz, die kommt, ist, dass... Was geht denn hier ab? Ach, jetzt regnet es. Und es ist einfach so finster, aber ist das Dschungel? Ist das Dschungel? Ist doch Dschungel, oder? Die Bäume sind doch sonst nirgendwo so hoch. Bei Minecraft Jungle. Das ist gut. Das ist gut. Und da drüben brennt es. Das heißt, da drüben ist irgendwo Lava. Sogar zwei Lavaseen. Und hier ist Kupfer. Es ist sogar ein 1.18 Gebiet. Ich hoffe nur, dass das nicht das komplette Ding hier abbrennt. So, hier ist Bambus. Und hier ist... Ist das Wüste? Nee, es ist Strand. Das ist vielleicht gar nicht... Das ist eigentlich sogar ziemlich cool. Also ich glaube, das ist eine gute Area. So, und hier draus... Wir ernten einfach mal ein bisschen Bambus. Aber im Prinzip haben wir damit eigentlich sogar schon gefunden, was ich gesucht habe. Ich will nur wissen, wie weitläufig es ist. So, diese Buried Treasure Map. Da würde ich sich gerne mal... Okay, das hier ist schon ein größerer Dschungel, würde ich behaupten. Ich glaube, wir können damit was machen. Ich hoffe, dass halt, wenn wir die Karte gefüllt haben, dass dann... Also das mit diesen Pilzen irritiert mich trotzdem. Dass dann der Regen aufgehört hat und wir ein bisschen mehr sehen können. Was willst du mit dem Dschungel machen? Das erkläre ich gleich. Ah, und hier ist immer noch Dschungel. Boah. Ich glaube, wir müssen dann echt nochmal den Dschungel genau prüfen, wo wir da anfangen und wie viel wir überhaupt bebauen. So, leider... führt Schlafen nicht mehr dazu, dass sich das Wetter ändert. Okay, jetzt gerade doch. Also das ist schon nice. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Wir müssen den Fluss... Also ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde, aber wir müssen diesen Fluss unbedingt einbinden. So, man konnte... Ist auch irgendwie mehr oder weniger safe machen. Hallo. Art of the Sea. Dann haben wir auch unser altes Seeherz. Sehr gut. Aber das ist nicht das, wofür wir hier waren. Also ich glaube, die Baumkrone ist ganz gut. Das Ding ist, ich kann jetzt natürlich nicht viel vom Waldboden sehen. Ich glaube, da drüben, der Wald könnte schöner sein. Wir müssen vielleicht auch gucken, wie wir die Inseln hier ein bisschen. Wie wir die Inseln hier ein bisschen einsetzen können. Hier wird sich vielleicht ein Hafen gut machen. Und zwar.
Ich habe ja auch schon angedeutet, dass es so ein bisschen mehr die Siedlerleute abholen soll. Und das ist so etwas, woran ich jetzt eigentlich schon, ich glaube noch bevor ich mit der Hardcore-Welt angefangen habe. Und zwar ging es darum, wie man Siedlergebäude in Minecraft nachbauen kann. Und so ziemlich das erste, womit ich rumprobiert habe, also es gab zwei Sachen, mit denen ich zuerst rumprobiert habe, aber das, womit ich bis jetzt am meisten Erfolg hatte. Und woran ich jetzt auch, also ich habe nicht fertig getüftelt, aber ich habe ein grobes Drahtgittermodell hinbekommen und geguckt, auch wie ich es skalieren muss, weil ich kann 1 zu 1 Nachbau, also von der Skalierung her, ist einfach, da kann ich nicht genug Details einbauen. Ich muss es schon eigentlich doppelt so groß bauen, wie es im Spiel wäre. Aber das erste, womit ich so richtig getestet habe und Erfolg hatte, war ein großer Tempel von den Mayas. Und das passt ja eigentlich mit am besten hier in so einen Dschungel rein. Aber so ein Tempel alleine wäre natürlich auch ein bisschen, wäre schon beeindruckend, wäre auch das Erste, was wir machen. Danach käme aber halt auch schrittweise so der ganze Rest. Also Türme, Wohnhäuser, Schmieden, kleine Tempel. Ich weiß nicht, ob man vielleicht eine Agavenfarm hier irgendwo eingebaut kriegt. Einen Hafen bräuchte man, vielleicht kann man hier ein, zwei Schiffe. Also es kann sein, dass ich mir jetzt viel zu viel hier vornehme. Aber ich will es gerne probieren und keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute unter euch, die mir bei Bedarf einfach ein bisschen mit dem Design einzelner Gebäude helfen können. Also gerade bei den kleinen ist es halt immer sehr schwierig. Ich habe auch ein bisschen mit Ziehobjekten schon experimentiert, wie man das hinkriegt. Vor allem bei Material ist das halt da ein bisschen schwierig, weil man braucht dann eigentlich schon ein Material, was vom Aussehen her passt, aber auch zum Beispiel Stufen und Treppen hat, damit man einfach entsprechend mit Details arbeiten kann. Also zum Beispiel Terrakotta ist da zum Beispiel gar nicht so gut geeignet, weil es von der Farbe halt passt, aber sowas halt nicht kann. Ich habe, wie gesagt, da ein bisschen rumgetestet. Und wie gesagt, der Tempel wäre halt so das große Ding, um das alles drumherum gebaut wird. Das heißt, das würde den Anfang markieren. Und alles andere müsste sich halt so ein bisschen dynamisch halt ergeben. Auch jetzt, wie gesagt, wie mit dem Fluss. Den Fluss möchte ich schon gerne irgendwie jetzt mit einbinden. Das heißt auch, wir werden sehr viel an Bäumen fällen müssen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Ich werde auf jeden Fall noch vielleicht dazwischen noch ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, die Items wieder reparieren. Also wir werden wahrscheinlich nicht hier beim nächsten Mal starten. Aber wir werden unter Umständen schon beim nächsten Mal damit beginnen, das hier zu bauen. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist.